Wenn man euch an den Innenspiegel kleben könnte, wäre es gut. Guten Morgen. Wir sind wieder on Tour. Ja, ich fasse das gar nicht. Ging doch jetzt schneller als gedacht. Ich nehme euch mal ran hier. Das ist ein bisschen privater. Hm? Wir sind on Tour. Ich habe mich dann doch kurzfristig entschlossen, heute nach Hamburg zu fahren. Denn heute ist Flohmarkt in der Crafts Kitchen bei Alexandra Grape. Und die werden wir jetzt besuchen und fahren. Ich hoffe, sie freut sich. Und ich hoffe, ich darf euch mitnehmen. Natürlich muss ich sie zuerst fragen, ob das in Ordnung ist, dass ich bei ihr filme und Fotos mache. Das mache ich aber sehr gerne. Ich gehe davon aus, dass sie da kein Problem mit haben wird. Aber natürlich gönne ich ihr das Wort sehr gerne zuerst. Und ich versuche mal, ob ich euch mitnehmen kann. Und wir fahren jetzt los. Also Sonnenbrille auf. Wir haben aktuell nämlich schon richtig sonnig draußen. Seht ihr hier in meiner Brille, könnt ihr das sehen, wie die Sonne schon brüllt. Und auf geht's. So, guten Morgen aus Hamburg. Angekommen in Hamburg bin ich in der Karl-Petersen-Straße. Da in diese Richtung ist die Crafts Kitchen. Aber ich habe gesehen, da gibt es tatsächlich schon Leute, die vor der Tür warten. Wir haben es jetzt 9:45, in einer Viertelstunde fängt das Ganze erst an. Und es warten schon Leute. Hammer. Ich stelle mich jetzt dazu und wie gesagt, ich muss ja gleich Alexandra erst fragen, ob das in Ordnung ist. Und wenn das okay ist, nehme ich euch mit. Also, bis später. So ihr Lieben, ich darf und wir müssen mal eben die Gelegenheit nutzen. Draußen sind Tische aufgebaut. Hinter mir steht Alexandra, da in Gelb, und begrüßt die Gäste. Und draußen ist der Flohmarkt, über den bin ich schon einmal drüber. Tolle Sachen dabei, richtig schöne Schnäppchen. Ich habe mir auch schon was ausgesucht. Aber hier in der Crafts Kitchen ist gerade Ruhe. Und darum, guck mal, ich bin da in der Crafts Kitchen. Das ist so der Hammer, das ist so schön. Hier, da, ihr Stempelturm. Ich kann ihn anfassen. Guten Morgen. Den heißgeliebten Stempelturm, jawohl. Ihr merkt es, ne? Ich muss nachher einen Bildstabilisator drüber laufen lassen, weil ich zitter tatsächlich. Hammer. Ich bin in der Crafts Kitchen. Und ich mache euch jetzt noch ein paar schöne Videos von den tollen Sachen, die es hier gibt. Obwohl schon mal jemand die Crafts Kitchen in all seinen Details gefilmt hat. Ist bestimmt schon ein bisschen her. Hier oben stehen noch Kartenständer. Ich glaube, so einen habe ich zu Hause auch stehen. Die Tische verkauft sie nicht. Aha. Das ist aber schade. Der Rest ist dann auch gleich weg, würde ich behaupten. Bisschen was zu kleben. Hier die legendäre Kaffeemaschine. Da, Sven sein Job. Jawohl, und guck mal, hier gibt es noch Kuchen und Kaffee und voll lecker. Den Blumenstrauß. Das Sparschwein für die Arche. Da habe ich auch gerade schon was reingeschmissen. Der Videodrehtisch. Papiervorräte. Wow, und da ist Band ohne Ende. Guckt euch das mal an. Band ohne Ende. Hammer, hammer, hammer hart. Wirklich, wirklich toll. Und hier. Ein Schlaraffenland an Handstanzen und alles, was man so braucht. Und hier gibt's auch noch so ein Board zum Angucken.
Mega, mega schön. Jetzt halb eins tatsächlich. Das war jetzt 2,5 Stunden, da habe ich auf dem Stuhl gesessen und dabei zugeguckt, wie hier einer nach dem anderen zur Tür reinkam. Wahnsinn. Aber es ist einfach auch eine tolle Atmosphäre, es ist ein toller Laden, es sind total liebe Leute hier, mit denen man sich einfach unterhalten kann. Macht mega Spaß. Und ja, ich fahre jetzt einfach wieder nach Hause, motiviert und gleich dann ab ins Bastelzimmer. Ich mach gleich nochmal die Außenfassade, wenn ich da hinkomme. Und ja, das war dann auch schon mein kleiner Eindruck von meinem kleinen Ausflug zum Tag der offenen Tür, zum Flohmarkt, zum Archenspenden-Sammeltag von Alexandra Graper. So, jetzt versuche ich für euch nochmal den Laden einzufangen, ohne dass wir noch Menschen da drauf kriegen. Was bei dem aktuellen Ansturm echt schwierig ist. Aber es sind so schöne Dinge hier. Das ist der Hammer. Echt schön dekoriert. Da ist diese Scrapbook-Seite, die hat sie schon mal irgendwann in einem ihrer Videos gemacht. Und jetzt sehe ich sie in live. Ich werde irre. Da haben die beiden geheiratet. Hier ist noch eine Schaukel. Kann man natürlich jetzt schlecht sehen, weil vielleicht kann ich... Es ist so sonnig, dass man hier echt wenig sehen kann. Aber ich glaube, wenn ich Schatten mache, geht das. Manchmal ist es ja dann auch ganz gut, wenn man... Oh, hier oben ist auch schön. Wenn man etwas breiter ist, kann man auch viel Schatten machen. Hammer. Oh, da waren ja Menschen. I am Amsterdam, jawohl. Tja, das war's. In der Crafts Kitchen. Back in my car. Wow. Ich bin wirklich geflasht, wie viele Menschen Stamping Up vernarrt sind und in 2 Stunden in so eine kleine Crafts Kitchen passen. Ich kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr wirklich mal so ein Tief habt, also gerade wir Demos, es gibt ja Tage, da rennen uns unsere Kunden nicht die Bude ein. Geht mal zu Alexandra in die Crafts Kitchen und guckt euch das an. Ich bin mittlerweile wieder hochmotiviert. Total geil. Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Ich muss auch gleich mal Fenster aufmachen, aber draußen ist das unendlich laut. Hier ist nämlich auch Flohmarkt im Stadtteil. Komm noch mal näher ran. Hier ist Flohmarkt im Stadtteil und
Darum ist hier auch so viel los. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Dann geht's in mein Bastelzimmer. Und dann gibt's einfach einen ganz, ganz kleinen Vlog von diesem heutigen Ausflug in die Crafts Kitchen. Ich habe die Zeit sehr genossen. Ich habe da einfach 2 Stunden gesessen und mich nett unterhalten. Habe auch einfach die Zeit fließen lassen und einfach nur dabei zugeguckt, wie so viele bastelbegeisterte Damen. Und tatsächlich auch, ich habe auch ein paar Herren gesehen. Das war toll. Ja, das war aber nur ein kleiner Ausflug. Wir haben es jetzt, glaube ich, 12:15 oder so. Ja. Ich grüße euch ganz lieb und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!